Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Online Super Mario Maker 2 Community IDs. Ja, es sind wieder eure Level dran. Ich habe sehr, sehr viele Level bekommen und 6 bzw. 7 davon schauen wir uns in diesem Part an. So allgemein übrigens, ich habe mir gedacht, ich werde zukünftig kürzere Community Parts machen, also immer nur so 5, 6 IDs reinnehmen. Und dafür werde ich eben öfter mal Videos rausbringen. Das finde ich besser, als so ein großes Video zu machen. Denke ich zumindest, ist auf jeden Fall besser. Falls noch jemand Lust haben sollte, seinen Level einzureichen, der jetzt hier gerade das erste Mal zuschaut, du kannst das gerne tun und die Anleitung dafür findest du in der Videobeschreibung als auch im Kommentarbereich, denn da werde ich die Regeln noch einmal posten. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Level. 4DS6R3... 7JG, das ist die nächste ID, die wir uns anschauen. Und diese ID, die stammt von Timo. Und Timo hat in den Kommentarbereich geschrieben, dies ist eine Super Mario Brothers Eishöhle, 12% Abschlussrate, viel Spaß. Ja, die Abschlussrate, die ist inzwischen schon ein bisschen höher. Ihr seht schon ungefähr bei 16%. Das heißt, inzwischen wurde Level schon einige Male mehr beendet. Beziehungsweise 16%, das bedeutet für mich, es ist auf jeden Fall schaffbar. Also diese Hardcore... Oh, da war ein Geheimgang. Also diese Hardcore-schweren Level, die so bei, weiß ich nicht, 0, irgendwas liegen oder 1, irgendwas oder so. Da muss man sehr, sehr viel üben und ja, die schaffe ich meistens nicht in diesen Community-Parts. Aber so ein 16%-Level, das könnte durchaus drin sein, würde ich sagen. Schauen wir einfach mal, wie weit wir hier kommen. Hier muss ich offensichtlich unten lang gehen. Davon ist ein On-Off-Schalter. Den habe ich jetzt betätigt. Joa, gehen wir einfach mal als nächstes oben lang. Auf jeden Fall ist hier alles mit Münzen markiert. Das heißt, überall, wo wir lang gehen müssen, beziehungsweise wo wir springen müssen und so, kriegen wir so einen kleinen Hinweis durch die Münzen. Sowas finde ich ja immer ganz schön. Ich mag das immer ganz gerne, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Game Design. Nicht eigentlich, sondern es ist ein gutes Game Design. Und hier haben wir einen Knochen-Trockenpanzer. Kann ich da rein? Ja! Boah, wir haben einen Knochen-Trockenpanzer gekriegt. Man darf ja auch mal Glück haben. Also ein Knochen-Trockenpanzer. Und mit dem Knochen-Trockenpanzer watscheln wir jetzt einfach mal hier runter. Und ich denke mal, hier wird es wahrscheinlich irgendwo weitergehen. Hier haben wir ein Fragezeichen und da oben drüber ist ein Pfeil. Wahrscheinlich soll ich hier stampfen. Ach, da kriege ich so eine Mario Land Blume. Ja, schießen wir doch einfach mal hier rein. Ich denke mal, das ist das, was ich hier auch tun soll, denn die Pfeile suggerieren mir das so ein bisschen. Tatsächlich, also da unten werden die Pau-Blöcke aktiviert und dann sterben da oben die Riesenmanscher. Und wir kriegen einen Schlüssel dafür und mit dem Schlüssel gehen wir natürlich hier direkt in die nächste Tür rein. Muss ich da hoch mit dem Knochen... Doch, da muss ich mich wahrscheinlich irgendwie aus dem Knochen-Trockenpanzer rauswerfen. Ah, ja, 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 okay. Also wir haben jetzt hier dieses Mittelstäbchen schon mal erreicht von dieser Stage. Und ist hier auf den Wolken noch was? Oh, da oben ist eine große Münze. Also so eine Zehnermünze. Gehen wir einfach mal hier vorne weiter. Hier ist die Aufgabe, die Schlüsselmünzen zu sammeln. Das kann ich ja jetzt ganz einfach mit dieser Ballattacke. Boah, mit einem Schuss habe ich die beiden Schlüsselmünzen bekommen. Man darf ja auch mal Glück haben, ne? Kriege ich dich auch noch? Ja, ach, das ist aber sehr fair. Das finde ich aber cool. Also wenn man eine Kugel hier geschossen hat, dann prallt die eigentlich die ganze Zeit von der Wand ab und irgendwann trifft die dann mehr oder weniger automatisch... Ja, 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 das ist klasse. Trifft die mehr oder weniger automatisch dann die Schlüsselmünzen und dann kommen wir hier natürlich weiter. Was haben wir hier? Knochen trocken. Das sieht doch nach einem versteckten Fragezeichenblock aus hier. Wenn mir das schon so markiert wird. Natürlich! Und da kriegen wir theoretisch zumindest ein Leben. Jetzt möchte ich hier ideal für meine Fähigkeit behalten. Habe ich auch. Und hier in der Röhre, was kommt dann? Oh, da ist ein Mittelstäbchen und eine weitere Blume. Die kann ich jetzt nicht einsammeln, beziehungsweise die brauche ich nicht einsammeln, denn ich bin ja noch groß. Und was haben wir hier? Da zeigt der Pfeil nach links. Ich schätze mal, ich soll da den Bob-Omb aktivieren. Ja, habe ich auch gemacht. Und jetzt? Ah, okay, der Bob-Omb, der fliegt jetzt immer höher. Und was muss ich hier machen? Bei den Manschern dasselbe?
Also der Bob-Omb, der ist auf jeden Fall gleich oben, aber... Kann ich die Mancha denn überhaupt angreifen mit dem, mit dieser Kugelattacke? Nee. Hä, was soll ich denn da machen? Also angreifen kann ich sie auf jeden Fall nicht. Zumindest eben nicht mit dieser Kugelattacke. Vielleicht soll ich da oben irgendwas mit dem P-Block machen. Kann das sein? Da hängt ja so ein P-Block. Oh, da hängt ja so ein P-Block runter. Der Pfeil zeigt hier nach rechts. Was muss ich denn da machen? Also ich meine, der Schlüssel ist auch auf der rechten Seite. Weiß nur gerade ehrlicherweise nicht, was ich da tun soll. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass da oben irgendwas mit der... Ach Moment, muss ich ja nochmal reinschießen? Also kann das sein, dass ich da nochmal reinschießen muss und dann den P-Schalter irgendwie aktivieren? Ah, die Kugel geht nach oben. Ah. Ja. Also ich konnte jetzt hier auf jeden Fall den P-Schalter aktivieren. Ach, und dann komme ich hier unten an die Pau-Blöcke dran. Dann kommt man hier an die Pau-Blöcke dran. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und die kann ich jetzt abschießen. Und dann gehen die Mancha kaputt. Und dann kann ich hier noch eine Kugel reinschießen. Zumindest könnte ich das, wenn ich jetzt mal treffen würde. Und dann... Oh, lass ich mich hier oft angreifen. Und dann müsste ich ja den Schlüssel oben kriegen. Ist das so? Ja, ich habe den Schlüssel bekommen. Und mit diesem Schlüssel... Mit diesem Schlüssel müsste ich ja prinzipiell jetzt da oben in diese Tür reinkommen. Ach, dafür ist der Fisch wahrscheinlich da. Also dafür kommt der Fisch aus der Kanone, damit ich auf den drauf springe und dann da oben weitergehe. Ach, okay. Das probiere ich jetzt aber nicht mehr, denn ich gucke auf die Uhr und wir spielen den Level schon relativ lang. Ihr wisst ja, die Level sind immer so ein bisschen zeitlich begrenzt, einfach weil es so viele Level gibt. Ihr seht, mit Toll habe ich den schon bewertet. Ich hatte den mal ganz kurz angetestet. Und natürlich kriegst du aber auch noch einen Kommentar dafür. Also ein sehr, sehr schöner Level, auch wenn ich jetzt nicht ganz fertig geworden bin, hat er mir sehr gut gefallen. Und wenn ihr Lust habt, den Level Icicle Cave zu spielen, dann könnt ihr das tun. Und zwar unter der ID 4DS6R37JG. Das ist die Level-ID von Timo. Und der wird sich mit Sicherheit darüber freuen, wenn ihr den spielen werdet. Wir kommen zur nächsten Level-ID. Und die lautet 4LC... QMR, da haben wir's. VRF, das ist die nächste Level-ID. Und diese Level-ID stammt von Blizzioru. Und Blizzioru hat geschrieben, ich hoffe mal, du liest das. Ich habe das Level mal wieder mit meinem Freund gebaut. Es ist, so wie du es magst, sehr linear. Viel Spaß. Ja, vielen Dank an dich. Und ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich liebe lineare Level und ich denke mal, tatsächlich ist das eine Anspielung da drauf, also vielen, vielen Dank. Ich habe immer gesagt, ich mag es, wenn man einfach nur von links nach rechts laufen muss und sonst nichts. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, beziehungsweise verlassen, nachdem du ihn einmal... Boah. Wie ist die Regel? Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. So, jetzt haben wir es richtig. Ist hier die zusätzliche Regel. Das heißt im Endeffekt einfach nicht springen. Ist die goldene Regel hier in diesem Level. Und, oh, das gibt's ja nicht. Alles voll mit Flammen hier und es steht komplett unter Spannung. Nein! Wieso bin ich denn gesprungen? Ja, direkt nochmal neu starten. Walk. Walk. Ja, vielleicht gehe ich einfach mal. Ich meine, wenn da Walk steht... Ach so, ach, weil da eine Melodie abgespielt wurde. Aber vielleicht ist Walken hier auch im Allgemeinen gar keine schlechte Idee. Vielleicht sollte ich hier tatsächlich nicht rennen, sondern gehen. Also normalerweise würde ich jetzt eigentlich direkt anfangen zu rennen, aber... Vielleicht ist es, wie schon gesagt, klüger, das nicht zu tun... Ah, okay, da oben ist so ein Panzer und der aktiviert immer diesen On-Off-Schalter. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger mich drüber bewegen. Jetzt walke ich hier mal. An alle 90s-Kiddies da draußen, ihr habt die Melodie mit Sicherheit erkannt. Finde ich witzig. Süße kleine Idee. Und jetzt versuche ich aber wirklich mal den Level durchzuspielen. Also ich würde ihn schon ganz gerne schaffen, muss ich ja jetzt zugeben. Ja, einfach mal hier so einen Moment warten vielleicht. Also zumindest bin ich jetzt noch groß an dieser Stelle. Nein! Oh, jetzt habe ich zu lange gewartet. Wäre ich mal noch einen Schritt weiter nach vorne gegangen.
Also ich meine, diese Geschichte, die muss man aber eigentlich hinkriegen. Also so schlimm ist es jetzt aber nicht. Meiner Meinung nach ist es eigentlich durchaus schaffbar. Wobei, also es ist schon knackig. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett easy ist oder so. Es ist halt so eine kleine Geschicklichkeitsprüfung, die man hier schaffen muss. So. Nein, ich bin schon wieder zu weit nach vorne gegangen. Ich reagiere da über. Ich habe irgendwie so Angst, in die Lava reinzufallen, dass ich irgendwie total hektisch nach vorne renne und dann falle ich wirklich in die Lava rein. Das ist die große Ironie bei dieser Geschichte. Und natürlich laufe ich auch einfach mal in so eine schöne Säge rein. Warum auch nicht? Wir laufen hier in alles. Also nochmal nach vorne. Und diese Melodie, sehr, sehr schön. Auch in der schnellen Variante, also in der Durchsprint-Variante, verliert die nichts an ihrer Qualität. Jetzt konzentrieren wir uns aber mal. Schön den Piranha-Pflanzen ausweichen. Schön dem Feuer ausweichen. Jetzt warte ich noch einmal. Ach, egal, da bin ich halt klein. Nein! Ich will da am Rand stehen bleiben. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich das nicht schaffe. Boah, da ist jetzt mein Ehrgeiz aber schon geweckt. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Also ich bin jetzt schon ehrgeizig. Also ich würde das tatsächlich ganz gerne hinbekommen. Ich will vor allen Dingen, will ich den Pilz auch eigentlich behalten. Also ich möchte den Pilz schon da hinten noch haben, wenn ich über diese Plattform drüber laufe. Ich finde das jetzt blöde, wenn ich da als Mini-Luigi langlaufe. So, ich stelle mich jetzt hier einfach an den Rand. So. Ja! Ich bin auf der anderen Seite angekommen. Unglaublich. Ha! Da ist ein Kugelwilli. Da werde ich mich sowas von ducken. Renne ich hier einfach mal dran vorbei. Oh, da muss ich aufpassen. Oh, nicht, dass ich da gegrabt werde. Und hier? Oh, nein, ich bin runtergeflogen. Wieso? Da hätte ich drüber laufen müssen. Boah, das ist hier so eine fiese Trampolin-Geschichte noch. Also ich gucke mir den Level jetzt einfach mal so an. Denn ich denke, noch einen Durchlauf schaffen wir nicht. Ah, hier vorne wäre schon das Ziel gewesen. Also, ja, ich bin ziemlich weit gekommen, muss ich jetzt einfach mal sagen. Auch wenn ich den Level hier nicht durchspielen konnte, würde ich sagen, der ist schon sehr, sehr fair gestaltet. Und wenn ich das noch ein, zwei Mal probieren würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch irgendwann hinbekommen. Also, vielen Dank für eure Gemeinschaftseinreichung hier, ihr beiden. Und falls ihr Lust habt, diesen Level zu spielen, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Und zwar unter der Level-ID 4LCQMRVRF ist der Level hier von BlizzYoru erreichbar. Sehr, sehr schön und vielen Dank dafür. Es geht weiter mit einem Level mit der ID LT7J5D-A-VJF. Und dieser Level stammt von Team Meteus. Und er hat geschrieben, hey, schon wieder eins von mir. Diesmal denke ich aber ein bisschen besser gelungen als letztes Mal. Ich glaube, dein letzter Level war aber auch gut. Also Team Meteus hat schon mal Level eingereicht. Three Rooms to Success heißt der Level hier. Each room is a different challenge. Master them all to get to the end. Ja, dann probieren wir das mal. Schauen wir mal, was der liebe Team Meteus diesmal hier für mich beziehungsweise für uns genau genommen natürlich auch vorbereitet hat. Und ich darf endlich wieder springen. Ach, ich darf springen. Ich darf springen und wir gehen jetzt einfach mal in die drei Räume rein. Raum Nummer 1. Oh, ein Kampf. Muss ich den mit den Eiszapfen besiegen? Nein, ist das witzig. Das ist ja cool. Also man muss den mit den Eiszapfen hier zerstören, den Bowser. Boah, das ist schon eine witzige Idee. Das gefällt mir echt gut. Oh, ich kann Bowser auf meinem Kopf rumtragen. Schaut euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Das ist ja lustig. Oh, ich werde jetzt Bowser mit mir rumtragen einfach. Okay, das ist schon... Das war schon ein ziemlich cooler Raum, muss ich zugeben. Der hat mir jetzt schon echt gut gefallen. Das finde ich witzig. Das kannte ich nicht. Und dafür kriegen wir die erste Schlüsselmünze. Und mit dieser Schlüsselmünze im Gepäck gehen wir mal direkt in den zweiten Raum, bevor ich hier speichere. Und... Da sind mehrere Plattformen. Was passiert hier bei der Tür? Okay, da komme ich einfach von links nach rechts. Also kann ich den Raum resetten wahrscheinlich. Oh,
Oh nein, ich bin nicht bis nach ganz oben gekommen. Also dann müssen wir wahrscheinlich bis ganz nach oben. Ist tatsächlich so ein Challenge-Raum hier. Ja, und ich bin oben angekommen und habe einen Schlüssel gekriegt, den ich hier ins Schloss stecken darf. Und dafür kriege ich als Belohnung die nächste Schlüsselmünze. Jetzt hole ich aber trotzdem mal den Speicherpunkt und dann gehen wir in Röhre Nummer 3 und schauen uns, was hier für uns vorbereitet wurde. Da sind Sägen. Und nu? Muss ich den kicken, den Panzer? Ach, da muss ich oben den Monty Maulwurf. Wie witzig, das ist ja cool. Den muss ich da oben runterkicken. So nach und nach. Oh, ich lasse übrigens den Helm hier mal auf mir drauf. Das finde ich ganz praktisch sogar. Also wieder so ein kleiner Challenge-Raum. Auch das mag ich aber echt gerne. Das ist echt eine lustige Idee. Sehr, 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 sehr cool auf jeden Fall. Jetzt ist der Monty hier. Und nu, Monty? Wenn ich ihn besiege, kriege ich einen Schlüssel. Und damit kann ich durch die Tür hier vorne gehen. Und da haben wir die letzte Schlüsselmünze. Und ich denke mal, die wird uns doch wahrscheinlich hier durchbringen. Und wenn ich richtig rate, dann sind wir auch gleich in Zielnähe. Und tatsächlich, wir sind im Ziel angekommen. Wir haben den Level hier geschafft. Schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen die Geschichte mit dem Bowser fand ich jetzt sehr, sehr lustig. Dass der auf meinem Kopf rumgesprungen ist. Also toll, vielen Dank für deinen Level. Hat mir wirklich gut gefallen. Und wenn jemand von euch diesen Level spielen möchte, von dem lieben Timetheus, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Und zwar ist der Level erreichbar unter LT7J5DVJF. Das hier ist die Level-ID von Timetheus. Es geht weiter mit einem Level von Ratchet. Und zwar GY4... 3N2, N2, höhö, DPG, das ist die nächste Level-ID, die wir hier haben. Und dieser Level heißt Area 51 und Ratchet hat eine kleine Geschichte dazu geschrieben, beziehungsweise eine Beschreibung. Mittel bis schwierig, Mario kommt an einer Art Wald-Militärbasis vorbei und erkennt schnell, dass er dort nicht erwünscht wird. Ab dem zweiten Speicherpunkt gehen alle auf ihn los und er muss entkommen und die Basis schnell verlassen. Ja, danke schön Ratchet auch für deine Beschreibung. Dann schauen wir uns den Level mal an und gucken mal, ob wir hier flüchten können. Beziehungsweise nicht mit Mario, sondern mit Luigi in meinem Fall. Ich spiele übrigens als Luigi, weil ich Luigi einfach unheimlich toll finde. Für alle, die es nicht wussten, ich bin großer Luigi-Fan. Ich liebe Luigi. Und ich überlege gerade auch, ob ich ein Let's Play zu Luigi's Mansion 2 machen soll. Weil ich irgendwie Lust habe auf noch ein Luigi-Spiel. Ich habe den ersten Luigi's Mansion-Teil schon gespielt auf meinem Kanal und ich dachte mir, vielleicht wäre der zweite Teil noch eine gute Ergänzung, bevor dann der dritte kommt, Ende des Jahres. Also die Leute, die das Video gerade sehen und diese Stelle hier zufälligerweise auch gesehen haben, die können ja gerne mal schreiben. Habt ihr Interesse an sowas? Falls ja, dann kommentiert es doch einfach mal. Und jetzt bin ich da gerade vorne gestorben an dem Panzer. Ich finde das Design unheimlich gut. Also der Panzer vorne, ich weiß nicht, ob ihr da gerade drauf geachtet habt. Ach, jetzt bin ich hier gegen so einen Schraubschlüssel gesprungen. Das Design des Panzers vorne ist echt gut gemacht. Ich möchte natürlich nochmal an die Stelle kommen. Oder ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich nochmal an die Stelle komme. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Dann werde ich euch nochmal explizit darauf hinweisen. Denn dieses Panzerdesign, das war echt cool. Ah! Oh! Nein! Nein, wieso? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss auf jeden Fall bis zum zweiten Speicherpunkt kommen. Denn ich möchte wissen, wie es aussieht, wenn ich hier von einer Gegnerhorde verfolgt werde. Das hat jetzt tatsächlich mein Interesse ziemlich stark geweckt. Wir sind einfach mal ein bisschen ruhiger, beziehungsweise wir spielen einfach mal ein bisschen ruhiger. Ich muss die Montys aber auch eigentlich direkt kaputt machen. Ich darf gar nicht warten, bis die nochmal werfen. Die müssen immer direkt draufgehen. Sobald sie geworfen haben, ja, dann muss ich die besiegen. Da vorne ist der Panzer. Schaut euch mal das Panzerdesign an. Ist das nicht cool? Ja, das ist schon echt mächtig toll gemacht. Vor allen Dingen mit dem Riesen-Monty da, der da in der Führerkabine sitzt. Und nu? Oh, wir werden hier beschossen von allen Seiten. Ein Pilz. Oh, ein Pilz. Dankeschön, dass ich einen Pilz kriege. Den kann ich echt gut gebrauchen.
Und auch mit den Blitzen und so. Also, es sieht wirklich sehr nach Militär aus. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Respekt vor dem Design. Mega, mega coole Sache. Oh. Hier vorne jetzt direkt fast gestorben. Das sind aber auch viel. Nein! Nein! Jetzt bin ich da in den Kugelwilli reingesprungen. Ach, Mann. Zu der Stelle möchte ich aber nochmal hin. Aha. Mühe geben, Mühe geben, Mühe geben. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich will die Monty-Maulwürfe immer direkt killen. Vielleicht, oh, das war schon knapp. Das Problem ist halt, wenn ich auf den drauf springe und er genau in dem Moment wirft, wo ich springe, dann sterbe ich natürlich, weil ich dann den Schraubschlüssel halt direkt abbekomme. Und das möchte ich, wie ihr euch sicher denken könnt, natürlich im Idealfall verhindern. Ich will ja nicht sterben, sondern ich will den Level ja schaffen. Da verfolgt mich noch so ein roter Kugelwilli. Nein! Oh, ich bin hier getroffen worden. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich würde sagen, einen letzten Versuch machen wir noch. Es ist tatsächlich... Ja, das gilt jetzt aber nicht als Versuch. Nein, einen Bonusversuch gibt's noch. Es ist tatsächlich schon relativ tricky, finde ich. Also ich finde es jetzt nicht komplett leicht. Also er hat geschrieben, mittel bis schwer. Das war seine Beschreibung des Levels. Und ich würde tatsächlich sagen, mittel bis schwer stimmt hier auch. Also es ist nicht unmöglich. Es ist meiner Meinung nach auch nicht unfair. Es ist einfach nur etwas schwerer. Ja. Also mittel bis schwer ist definitiv eine sehr, sehr gute Beschreibung dafür. Jetzt sind wir wieder hier oben angekommen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Denn hier oben sind wir erst einmal safe. Ja, erst einmal. Ich meine, so ganz safe natürlich auch nicht. Ich möchte den Pilz haben. Ich will den Pilz haben. Dankeschön, Dankeschön. Oh, oh, ich stehe unter Stress. Ich stehe so unter Stress gerade. Ich will überleben. Ich will mindestens bis zum Speicherpunkt möchte ich jetzt aber noch kommen. Oh, nein, ich wurde von dem Kugelwilli getroffen. Ah. Oh, ich lebe noch. Oh, oh, oh. Nein, okay. Jetzt bin ich leider draufgegangen. Also würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das auch, denn wir spielen den Level schon relativ lange. Du kriegst natürlich ein Toll von mir und was ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen möchte, ist, dass du wirklich ein ziemlich cooles Design der Panzer hinbekommen hast. Das hat mich jetzt tatsächlich beeindruckt, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Also vielen Dank für deine Einreichung und wenn jemand Lust hat, den Level hier von Ratchet zu spielen, dann könnt ihr das natürlich gerne tun und zwar ist der Level erreichbar unter GY43N2DPG. Das ist die Level-ID von Ratchet. Vielen Dank nochmal für deine Einreichung. Kommen wir zu Max 12 oder Max 12 mit 5J... D, 52P, XWF, das ist die Level-ID, XWF, da haben wir's. Und wie schon gesagt, der Level stammt von Max oder Max 12, Max wahrscheinlich eher, weil er ja aus Deutschland kommt, Castle of Doom und er hat einen kleinen Text dazu geschrieben. Schon mal vorweg, klasse Idee, die Einreichung in ein Formular abzuändern, so hat man in den Kommentaren mehr Bezug zum Video. Dankeschön. Beschreibung des Levels ist im Super Mario Bros. U-Style gebaut worden, im Schlossthema. Im Level hast du zunächst ein Hub. Von dort aus gelangst du nach und nach mit Hilfe von weiteren Power-Ups, die sich am Ende jeder Tür befinden, weiter. Und ansonsten viel Spaß beim Spielen. Dankeschön, Max. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Gucken wir mal, was du hier Schönes für uns vorbereitet hast. Castle of Doom. Ha. Ja, Riesenknochen trocken. Kann ich leider nicht besiegen, denn ich bin Mini-Luigi. Und Mini-Luigi darf natürlich die Knochen trocken nicht beschädigen. Oh, rechts haben wir Yoshi. Hey, Yoshi. Hier haben wir eine Mittelflagge. Und diverse Türen. Ja, ich gehe einfach mal in die Tür hier unten rein. Ich meine, viele Optionen habe ich ja jetzt aktuell gerade nicht. Und da muss ich... Oh, direkt gestorben, oder was? Also, da bin ich direkt zermatscht worden, leider. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen. Ein bisschen besser aufpassen. Nein, wieso bin ich denn jetzt losgerannt? Ah, da muss ich... Ich warte erstmal.
Das ist wahrscheinlich auch dieser Hub, von dem Max gesprochen hat. Also ist wahrscheinlich dieser Hub-Bereich da vorne mit den Türen. Jetzt warte ich aber mal. Also, wir machen mal mit Geduld rein in diese Luke hier. Und jetzt arbeiten wir uns einfach mal langsam weiter nach unten. Kann ich hier stehen bleiben? Okay, also hier kann ich stehen bleiben. Und hier muss ich den P-Schalter betätigen. Ach, da darf ich nicht so weit nach vorne rennen. Da darf ich nicht so weit nach vorne rennen. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich das nächste Mal da reingehe. Allgemein ist Vorsicht hier, glaube ich, tatsächlich das, was mich am Ende weiterbringen wird. Ja. Ja, zumindest die Stelle kriege ich ja jetzt hier inzwischen gemeistert. Wie weit kann ich denn hier nach vorne? Also bis hier. Ich glaube, ich warte jetzt mal so eine Sequenz ab und renne dann nach vorne, aktiviere den P-Schalter und direkt wieder zurück. Genau. So, hier ducke ich mich jetzt einmal. Reicht das noch? Ich glaube, das reicht sogar noch. Ja, 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 das reicht locker. Dann kann ich mich hier runterfallen lassen und dann habe ich diesen Abschnitt hier schon geschafft und kriege einen Pilz als Belohnung. Ah, wie schön. Ach, okay, jetzt bin ich groß und komme hier oben durch. Das ist ja lustig. Ah, und dann kommt man immer, wahrscheinlich kriegt man jetzt immer irgendwelche Gegenstände, um hier in die nächste Tür ranzugelangen. Boah, das ist cool. Das ist klasse. So eine witzige Idee. Hier oben auf die Plattform drauf. Oh, die ist aber schnell. Oh, die ist mir zu schnell. Oh. Oh, hätte ich da drauf stehen bleiben können? Ich glaube, ich hätte darauf stehen bleiben können. Ich bin mir fast sicher, ich hätte drauf stehen bleiben können, ehrlicherweise. Ehrlicherweise meine ich. Ach, jetzt muss ich das hier vorne nochmal machen. Werde ich erstmal später speichern sollen. Wäre, glaube ich, klüger gewesen, aber ist auch jetzt nicht ganz so schlimm. Konnte ich jetzt gerade eben noch nicht erahnen. Also, machen wir dasselbe hier einfach nochmal. Also schön warten hier vorne. Jetzt hier unten warten. Wir üben uns einfach mal allgemein in Geduld hier. Jetzt kriege ich gleich wieder den Pilz. Und dann sollte ich tatsächlich mal probieren, in dem nächsten Abschnitt vielleicht nicht so viel rumzuspringen, sondern eher mal eine ruhige Kugel zu bewahren. Damit ich da vielleicht durch diese Passage durchkomme. Sonst kann ich hier nirgendwo lang, glaube ich. Nö, schaut nicht so aus. Also rein in die Tür und jetzt heißt es hier tatsächlich, wie schon gesagt, Ruhe bewahren. Nein, ich habe die Plattform verpasst. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich habe die Plattform verpasst. Nein, jetzt habe ich echt die Plattform verpasst. Okay, einen letzten Versuch machen wir noch, der Fairness halber, weil ich diese Passage hier immer wiederholen muss. Also der Fairness halber zeigen wir jetzt natürlich noch einmal diese Geschichte mit der Plattform an der anderen Seite. Ansonsten kann ich jetzt auch hier an dieser Stelle schon mal sagen, coole Idee mit der Hub World. Wie schon gesagt, habe ich jetzt persönlich so noch nicht gesehen. Jetzt bin ich auch nicht der absolute Mario Maker Meister, muss ich dazu sagen. Also ich spiele jetzt nicht so unendlich viele Online-Level und so. Von daher, keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich irgendwie was Revolutionäres selbst Erdachtes ist. Aber egal, ob du es dir selbst ausgedacht hast oder irgendwo anders gesehen hast, es ist ziemlich cool. Also ich finde diese Geschichte hier schon sehr, sehr nice mit den Gegenständen. Wobei jetzt, wo ich es gerade so sage, ich glaube im Story-Modus hat man sowas Ähnliches gehabt. Stimmt, im Story-Modus hatte man was Ähnliches. Also egal, es ist sehr, sehr gut. Also du hast es wirklich ziemlich cool gemacht hier. Und ich finde es schon wirklich beeindruckend, dass du hier so ein riesiges Maß an Kreativität bewiesen hast, um diesen Level zu erstellen. Jetzt schauen wir uns noch einmal kurz an, wo wir als nächstes hingehen können. Das ist hier vorne in dieser Tür. Und in dieser Tür warten diverse Kanonenkugeln auf uns. Ich renne jetzt einfach mal so ein bisschen hier durch. Und ihr seht schon, man muss sich hier entlang hangeln und an der Seite weitergehen. Und wahrscheinlich muss ich jetzt die Explosion hier abwarten. Ah,
Okay, da bin ich sogar nicht mal extra getroffen worden. Und da geht's dann weiter und selbstverständlich werden wir dadurch dann natürlich den nächsten Abschnitt freischalten. Vermutlich kriegen wir dann Yoshi, gehe ich jetzt mal aktuell von aus. Also wie schon gesagt, ein sehr, sehr schöner Level. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Geschichte mit der Hubworld. Hast du wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also Max, vielen Dank für deinen Level. Und wenn ihr Lust habt, den Level von Max durchzuspielen, dann könnt ihr das wie immer gerne machen. Und der Level von Max ist erreichbar unter 5JD52PXWF. Das ist die Level-ID von Max. Es geht weiter mit einem bekannten Kommentator meines Kanals und zwar mit YoYoFVY4DL6HG. Das ist die nächste Level-ID. Und wie schon gesagt, die stammt von YoYo, beziehungsweise genau von genau genommen von YoYoester. Und die Beschreibung lautet hier: Some kind of maze, you better find 5 red coins before you get lost. The crazy, bizarre, clear pipe maze ist der Titel dieser Stage. Ja, lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was der liebe YoYo hier gebaut hat. Und mit Sicherheit ist es was Cooles. Mit Sicherheit, denn die anderen Level von YoYo waren auch immer klasse. Da oben ist ein Teleportblock. Ja, springen wir einfach mal direkt in den Teleportblock rein. Also wenn ich schon einen sehe, dann springe ich auch rein. Und, okay. Jetzt muss ich hier tatsächlich irgendwie durch diese ganzen Clearpipes und wahrscheinlich die richtige Kombination finden, um hier alle Schlüsselmünzen einzusammeln. Coole Idee. Wirklich coole Idee. Habe ich auch noch nicht gesehen. Also kenne ich nicht. Ist auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Art und Weise für so ein Maze-Level. Beziehungsweise eine abwechslungsreiche Darstellungsform. Hier links. Ah, da ist noch eine. Jetzt muss ich mich natürlich hier so ein bisschen entlanghangeln. Unten habe ich noch eine gesehen. Also hier unterhalb der Position, wo ich jetzt gerade bin. Wie komme ich denn da rein? Ah, hier kann ich hochlaufen. Da kann ich von der Wand abspringen. So, drei haben wir schon. Jetzt ist natürlich die gute Frage, wo sind 4 und 5? Die müssen irgendwo weiter rechts sein. Also ich schätze mal, die werden irgendwo im rechten Bereich sein. Ah. Ja, ich würde sagen, wir teleportieren uns hier einfach mal so nach und nach durch die Röhrchen durch. Tu mal lieber die Röhrchen. Tu mal lieber die Röhrchen, Mama. Also ursprünglich natürlich Möhrchen, nicht Röhrchen. Also hier Helge Schneider. Falls es jemand nicht erkannt haben sollte, aufgrund meiner nicht ganz so exzellenten Gesangskünste, die ich trotzdem aus irgendwelchen Gründen immer wieder vortrage in den Let's Plays. Ich weiß gar nicht warum. Rechts, rechts, rechts. Also ich schätze einfach mal, dass rechts irgendwie noch was sein wird. Kann ich eigentlich im Sprung in so eine Röhre rein? Will in die Röhre rein. Okay. Geht anscheinend nicht. Nee. Ich will weiter nach rechts noch. Kann ich nicht irgendwo... Hey! War das richtig? Da war übrigens ein Kommentar. You expected a like... ich hab's nicht mehr lesen können. Kann ich jetzt hier weiter nach rechts? Ich weiß vor allen Dingen auch gar nicht, ob ich gerade irgendwie im Kreis gehe. Also wahrscheinlich gehe ich im Kreis. Oh, da oben ist eine neue... Da oben ist wieder eine Schlüsselmünze. Und hier unten auch. Boah, Nummer 4. Langsam wird's. Langsam wird's. Jetzt muss ich da irgendwie nach unten. Boah, das war mit Sicherheit übel, das zu bauen. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich ziemlich lang gedauert hat. Und da haben wir die letzte Schlüsselmünze. Jetzt müssen wir nur noch zurückkommen. Also wir müssen irgendwie wieder an diese Position... Wo wir ursprünglich waren. Hier gibt es nur eine große Röhre. Führt die vielleicht nach hinten? Nein, die wird blockiert hier vorne. Ich habe gedacht, da könnte ich vielleicht zurück zum Anfang. Oh, aber es gibt noch ziemlich viele andere Röhren hier. Irgendwo muss es so eine Abkürzung geben. Aha, schau mal eine an. Ich erinnere mich aber leider nicht mehr so ganz, wo dieser Teleportblock war. Also, ich weiß, dass der links war. Der war irgendwo links. Ja, wobei, ist jetzt eine blöde Beschreibung hier für die Position. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. 92 Sekunden noch. Nein, ich will zurück.
Ja, hierhin natürlich nicht. Hierhin? Nee. Moment, aber ich weiß, dass ich irgendwo... Komm ich da oben nach links weiter? Nee. Oh, ich habe mich vollkommen verirrt. Ich habe mich so hart verirrt. Hab ich mich verirrt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich lang gehen muss. Hier war ich schon drin gerade. Ja, ja, hier war ich schon drin. Nein, ich habe mich so verirrt. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich bin so oft hier im Kreis geflogen, hin und her geflogen vorhin. Und plötzlich schaffe ich es jetzt nicht mehr zurück. Ist ja auch lustig. Ah. Nee. Ach, 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 ach. Hier vielleicht hoch. War das hier? Und hier runter? Bin ich wieder hier gelandet? Oh, ich weiß nicht mehr, wie man zurückkommt. Ich habe vergessen, wie man zurückkommt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Da habe ich alle Münzen bekommen und jetzt scheitere ich hier an diesem Röhrenrätsel. Ah, wobei, genau genommen ist das ja der Gag dabei, ne? Man soll natürlich auch an dem Röhrenrätsel scheitern. Ich müsste mir das eigentlich mal irgendwie genauer angucken. Ich müsste das ein bisschen besser nachvollziehen. Aber ich glaube tatsächlich, die Zeit läuft mir hier leider ab. Ich werde es nicht zum Ziel schaffen. Nein! Und ich bin gestorben. Aber ich denke mal, wir haben alles von dem Level gesehen. Und wie schon gesagt, finde ich es auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige und coole Idee. Kann ich eigentlich runterfallen? Ja, da können wir sterben. Okay. Ja, vielen Dank für deine Einreichung, Jojo. Ist auf jeden Fall ein cooler Level. Und natürlich bekommst auch du einen Toll dafür. Also Dankeschön für diese wirklich feine Ergänzung an Community-Levels oder zu den Community-Levels. Und wenn ihr, liebe Zuschauer, Lust haben solltet, durch dieses Röhrenlabyrinth durchzugehen und vielleicht schafft ihr es ja auch wieder zurück am Ende, dann könnt ihr das gerne tun und zwar unter der Level-ID FVY4DL6HG. Das ist die Level-ID von Jojo. Wir kommen zum letzten Level des heutigen Parts und der hat die ID FBW P7G. P7G. FCG. Das ist die ID des letzten Levels für heute zumindest oder für diesen Part. Und der Level stammt von Ubico und der hat geschrieben, mittelschwieriges Puzzle-Level mit Minigames, aber einige Checkpoints. Have fun. 9 ways to trigger a bomb. In this stage you have a trigger... Nee, you have to trigger a bomb in 9 different Minigames. Have fun. Dankeschön, Ubico. Dann probieren wir das doch einfach mal. Wir müssen also auf 9 verschiedene Arten und Weisen einen Bob-Omb auslösen. Bob-Omb, ich liebe das zu sagen. Davon haben wir eine Feuerblume. Und Nummer 1. Also, Bildschirm Nummer 1. Den müsste ich wahrscheinlich anzünden. Ah! Rüber mit dir! Nein! Ja, ich muss ihn wahrscheinlich ein bisschen laufen lassen erstmal. Oder muss ich ihn darüber schießen? Ich glaube, ich muss ihn da drauf schießen, auf diese Plattform. Ja, das hat funktioniert. Hey! Also Rätsel Nummer 1 haben wir. Schön! Übrigens auch schön, dass es mit Münzen markiert ist. Jetzt sind wir bei Rätsel Nummer 2. Was machen wir denn hier? Kann ich irgendwas machen, außer mich bewegen? Nein, ich glaube nicht. Ich kann hier springen. Ach, ich muss den rübertragen. Wie lustig. Das ist ja witzig. Also man muss hier im richtigen Moment springen und dann wird er hier über die Thwomps zur Seite getragen, der kleine Bob-Omb. Nee, Bob-Omb. Ja! Nein! Oder auch nicht. Nein, das war so knapp. Das war gut. Das war gut, aber es hat leider nicht gereicht. Also springen. Nee, da muss ich ein bisschen schneller reagieren, glaube ich, ne? Ja, ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall irgendwie konzentriert gerade. Na, ja, aber manchmal passt das auch nicht so ganz. Also man muss das tatsächlich so ein bisschen abschätzen. Das ist ja lustig. Ach, das gibt's doch gar nicht. Oder beziehungsweise später. Ich muss den später auslösen.
Nee, früher. Nee, ich muss den früher auslösen. Es ist auf jeden Fall ist es so eine Übungsgeschichte. Es ist schon eine kleine Übungsgeschichte. Tja, also ich überlege jetzt gerade hier, wann ich das genau auslösen muss alles. Ich muss so ein bisschen die Momente hier abpassen. Deswegen schweige ich auch gerade so viel. Es ist aber echt, wie schon gesagt, also es ist schon eine coole Idee, gar keine Frage. Na komm, also springen. Jetzt hole ich den mal direkt rüber. Ach, das hat funktioniert, okay. Ich hätte den ein bisschen früher, hätte ich den dahin bringen müssen. Aber jetzt muss ich natürlich schauen, dass er hier, der Thwomp im richtigen Moment runterkommt, damit er da oben den kleinen Kerl nicht blockiert. Nein, du sollst ihn nicht blockieren. Ah, jetzt hat er nicht blockiert. Boah. Okay. Sehr, sehr schön. Also zumindest zwei. Nein, ich habe ihn umgeleitet aus Versehen. Nein, wieso bin ich da hingelaufen? Oh Gott, ich bin da hingelaufen. Wieso bin ich da gerade hingelaufen? Das war so ein guter Versuch. Komm schon. Also, rüber mit dir. Drauf mit dir. Und nein! Okay, ich will das wenigstens... Also, den Raum will ich hier schon schaffen noch. Also, den Raum schaffe ich hier noch. Und dann war's das für heute. Ach, ich muss den einen Thwomp, den muss ich auch runterkommen lassen da. Also, jetzt warten wir mal einen Moment. Rauf mit dir. Nein, das passt doch fast. Das kann doch gar nicht wahr sein. Machen wir nochmal alles kaputt hier. Noch ein Versuch. Rüber mit dir. Drauf mit dir. Herrgott im Himmel. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich das nicht hinkriege. Nee, irgendwie ist das nicht so... Ist das nicht so... Meins anscheinend. Ja, muss ich doch früher springen. Ich kriege den Moment irgendwie nicht abgepasst. Manchmal dreht er sich dann noch in die andere Richtung. Also die Bob-Oms drehen sich in die andere Richtung, meine ich. Jetzt... Ja! Nein, das kann nicht wahr sein. Schon wieder nicht. Ach. Okay. Letzter Versuch. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann muss ich leider an dieser Stelle abbrechen, denn ich probiere das schon ziemlich lange. Bitte rüber. Nein! Ach komm, noch ein Versuch. Ein Versuch noch. Nein! Das kann nicht wahr sein. Noch ein Versuch. Aber jetzt wirklich der letzte Versuch. Jetzt ein einziger letzter Versuch noch. Ein einziger letzter Versuch noch. Ja, er ist oben. Er ist oben. Ja, er ist drüben. Oh, bitte. Jetzt lauf da runter. So, jetzt habe ich es zerstampft und unglaublich, ich bin in der Tür. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch hier zu Gesicht bekomme. Jetzt haben wir so eine On-Off-Schalter-Geschichte und da müssen wir offensichtlich ein bisschen dafür sorgen, dass die Bob-Oms hier den richtigen Weg gehen, um dann am Ende ihr Ziel da auf der linken Seite zu erreichen, damit wir da oben an die Tür rankommen. Das machen wir jetzt aber nicht mehr. Aber, wie schon gesagt, auf jeden Fall cool. Gefällt mir. Ist ein bisschen Experimentieren mit erforderlich. Zumindest für mich. Ich bin, wie schon gesagt, jetzt nicht so ganz geschickt in solchen Rätselleveln. Oh, der eine, der es durchgespielt hat, der hat den Weltrekord bei 11 Minuten. Also man muss das schon ziemlich lange spielen, das Level. Es ist aber nicht schwer im Sinne von, es ist irgendwie
man stirbt die ganze Zeit oder so. Es ist schwer im Sinne von, man muss ein bisschen üben, um diesen feinen Moment rauszubekommen, wann man dann eben springen muss oder wann man eben diese Schalter auslösen muss etc. Also wirklich eine schöne kleine Minigame bzw. Puzzle-Geschichte, die der liebe Ubico hier gepostet hat. Also Ubico, vielen Dank für den sehr, sehr coolen und witzigen Level, der hier das Ende des heutigen Parts markiert. Und falls ihr Lust habt, den Level von Ubico zu spielen, dann könnt ihr das gerne machen unter FBW P7G FCG. Das ist die Level-ID von Ubico. Ja, 7 habe ich hier ja noch vor mir, das heißt, das probiere ich jetzt noch ein bisschen. Aber ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert auch gerne fleißig. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. So oder so, wir hören uns beim nächsten Part. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.